Bürgergespräche für die Kirchen hier aus dem Stadtteil. Theresia Herrmann von der katholischen Kirche, da ich von der evangelischen Kirche. Und ich möchte mich erstmal sagen, dass ich mich sehr freue. Wetzlar ist bunt. Schaut auf die Köpfe, dann sehen wir, wird nicht bunt, sondern ist bunt. Dieses kleine Zeichen haben wir bewusst ausgewählt, weil wir das schon sind. Weil wir nicht erst bunt werden, sondern weil wir zusammengehören. Auf unseren Plakaten steht, gegen Terror. Ja, und dagegen wenden wir uns. Dass Terror und Menschenfeindlichkeit Raum gewinnt. Dass er Menschen tötet und dann noch für Recht spricht. Und trotzdem müssen wir uns fragen, was kommt denn nach dem Terror? Ist dann wieder Schweigen? Geht dann jeder wieder in seine eigene Hütte, in seine eigene Kirche, in seine eigene Moschee und betet weiter, als sei nichts geschehen? Liebe Freunde, wir kommen gerne in eure Gotteshäuser und Moscheen. Wir wünschen uns aber, dass ihr uns auch besucht, dass die Kontakte untereinander wachsen, dass ihr wisst, wie wir leben, so wie wir uns bemühen, zu schauen, was euch wichtig ist. Ich glaube, wenn wir auf diesem Weg in Girmes, wo wir als Christen in der Minderheit sind, weitermachen, dann sind wir auf einem richtigen Weg, gegen Terror vorzugehen. Dass wir uns miteinander berühren, dass wir Kontakte schaffen, dass wir voneinander wissen, was uns wichtig ist. Unsere Gemeindeleitung hat beschlossen, euch einen Brief zu schreiben, den Aleviten, Verein der Bukusiten, der DITIB, und euch einzuladen. Kommt, besucht uns. Lasst uns miteinander essen. Lasst uns miteinander feiern. Lasst uns auch bei uns wahrnehmen, wie ihr seid, was euch wichtig ist. Wir glauben, dass diese Berührungen wichtig sind für unser Zusammenleben. Wir haben bei uns in der Kirchengemeinde eine Kindersinggruppe, die besteht zu 2/3 aus Kindern mit türkischem Hintergrund. Und wir freuen uns darüber, weil wir viel über die Kinder lernen, was wichtig ist. Und sie sind gute Botschafter unseres Stadtteils. Also noch einmal, was kommt nach dem Terror? Wir müssen lernen, zusammenzufinden, dass wir miteinander Wetzlarer sind. Und dass wir wie im Schlaf sagen können, unsere muslimischen Freunde, dafür stehen wir ein. Und ihr sagen könnt, unsere christlichen Freunde, kein Problem. Das müssen wir lernen, deshalb müssen wir uns berühren und Kontakt halten miteinander. Schön, dass wir heute damit anfangen. Schade, dass es solch ein trauriger Anlass ist, aber wir können das Beste daraus machen. Ich danke euch sehr. Hallo, Dankeschön.